Hallo und herzlich willkommen zum Sportpunkt. Heute zur nächsten Ausgabe und wir haben wieder viel für euch vorbereitet. Ja, deswegen, jetzt geht's los. Und da sind wir auch wieder hier im Piemaker auf der Karl-Liebknecht-Straße. Und für alle, die uns letztes Mal oder vor allem mich letztes Mal nicht hören konnten, dann sei nochmal gesagt, hallo, auch rückwirkend fürs letzte Mal. Ja, in jedem Fall, er ist wieder zu hören, zumindest für mich. Steigen wir gleich mal ein in den Rückblick. Beim Rugby gab es am Sonntag nichts zu holen. Und leider, zwar leider, den Heimauftakt konnten sie nicht gewinnen, haben knapp verloren, wenn man knapp mal etwas dehnt, nämlich mit 17:31. Ja, aber man muss dazu sagen, das ist der Favorit, nämlich die Hannover 78 ist der Favorit der verlieren. Bundesliga. Da kann man verlieren. Und es war besser als die letzten zwei Ergebnisse im letzten Jahr, nämlich da gab es eine Heimniederlage von 35:5 und 36:12. Ja, also insofern herzlichen Glückwunsch, geht nach oben. Alles gut gemacht. American Football haben wir leider auch nicht viel zu sagen, 37:17 hieß es. Same procedure as every weekend. Ja. Gehen wir lieber zum Handball. Ja. Da ist für den STDHFK leider auch eine Auswärtsniederlage zu Buche. Ja, und zwar gegen die hochgehandelten Männer der MT Melsungen. Da gab es eine Niederlage. Wir sehen es gerade hier. Und das ist nicht so sonderlich spaßig gewesen, glaube ich. Nee, also bisher können wir nicht so Gutes berichten. Ja. Und es geht auch weiter, und zwar für die SG Leipzig 2 Handballer. Da gab es erneut eine Niederlage. Ja, so ist, die sind aufgestiegen in die dritte Liga. Aber und da wesentlich knapper als die Ergebnisse zuvor, nämlich 31:30. Das war das letzte und diesmal haben sie 37:20 verloren. Ah, habe ich mich verlesen. Ja, das ist richtig. Ja. Und zwar gegen HSG Rottgau Niederroden. Ja, die Mitteldeutsche Oberliga, die machte Delitzsch letztes Jahr ganz stark oder am Ende ganz stark, aber auch nicht gewonnen. Ja, momentan nicht. Erstes Spiel verloren und das zweite auch zu Hause jetzt gegen HC Elbflorenz, zweite Mannschaft. Und mit wie viel war es, Martin? 25:29, aber ja, haben sich verbessert, aber noch nicht ganz konkurrenzfähig. Ja, muss man sehen. Sind aber auf einem guten Weg. Ist also bei allen, die hier verlieren, ne? Also wenn ihr das seht und gerade verloren habt. Die Saison ist noch lang. Eben. Richtig. Dann kommen wir zum Floorball. Durch einen frühzeitigen Führungstreffer des MBC. Wir sollten etwas freundlicher zum Floorball kommen, denn die haben nämlich gewonnen. Ach so. Ja. Wir kommen zum Floorball. Jawohl, die haben nämlich gewonnen. Frühzeitiger Treffer durch einen Neuzugang Jiri Tikkanen. Und dann gab es ein ausgeglichenes erstes Drittel, aber dann zweites und drittes Drittel hat der MFBC dominiert gegen TV Lilienthal und am Ende 15:6 haben sie gewonnen und deswegen herzlichen Glückwunsch. Gerne. Und dann kommen wir mal zum Fußballblock Sachsen. Ja, zum Fußballblock Sachsen oder zum FUPA-Fußballblock Sachsen. Denn FUPA ist dabei und ich fange auch gleich an mit den RB Leipzig Frauen. Ich höre zwar immer wieder auf der Straße Frauenfußball, mein Gott, oder Floorball. Ist auch Sport und es ist hochklassiger Sport teilweise. Die Frauen zum Beispiel haben 11:0 gewonnen. 11:0? 11:0 im Sachsenpokal zwar, also gegen unterklassigen Verein. Ja. Aber die Mannschaft ist jetzt auf einem guten Weg, nachdem die neue Trainerin die Mannschaft noch nicht so im Griff hat in der Liga. Jetzt im Pokal hat sie gezeigt, was sie könnte. Vielleicht können sie es nächstes Wochenende mitnehmen. Das wäre nicht schlecht. Apropos Pokal, da gab es am Wochenende spannende Partien und da gucken wir mal. Blau-Weiß Leipzig hat sich durchgesetzt im Elfmeterschießen mit 10:9 gegen Stahl Riesa. Absolut. Und Taucher gewinnt 2:0 bei Rapid Chemnitz. Ja, Rapid Chemnitz, ja, die gibt es schon. Alles gibt. Die spielen Landesliga. Inter Leipzig, die haben gelost und zwar gegen Liga-Konkurrent Plauen und haben 1:0 verloren. Wir sehen auch hier mal das Tor. Ja. Schöner Treffer. Ja, sicher, aber eigentlich sehr früh. Vor allen Dingen Dimitris Komnos, der wollte eigentlich im Sommer letztes Jahr nach Leipzig kommen, ist dann nach Plauen gegangen und der macht jetzt das Tor. So eigentlich ist der Fußball. Naja, gut, haben sie mehr Zeit, um auf die Oberliga zu konzentrieren. Ja. Marc Leberg schießt Heidenau in ihrem Heimstadion mit 6:1 ab. Und belohnen sich, aber dazu kommen wir später. Wir haben nicht noch die Pokalauslosung, die Ansetzungen und haben jetzt einen ordentlichen Kracher zu Hause. Ja, das wissen wir. Aber wir haben noch zwei Tore von der 1:2 Niederlage von der TSV Rotation Dresden gegen Grimma. Ja, da gibt es zwei Tore zu sehen. Da gibt es einmal das 1:1 durch die Rotation und dann Grimma macht es am Ende dann noch klar und siegt 2:1. Sind schön weitergekommen. Chemie auch erwartungsgemäß weitergekommen. 3:1. Ja, gegen Hohenstein Ernsthal. Kai Drüschki, den wir noch gleich im Seitenblick hier haben, der macht das 2:1. Und der hat auch viel Interessantes zu erzählen. Ich konnte vorher mit ihm ein Bier trinken, während hier drin noch unsere Handwerker. Also, er hat kein Bier getrunken, er muss zum Training, ja? Ich habe ein Bier getrunken. Ich habe seins mitgetrunken. Deswegen bin ich auch hoffentlich zu hören heute. Ja, schauen wir mal. Und Schwipsi trifft auch im Pokal. Wann trifft er nicht? Wir könnten
nur noch eine Meldung machen, wenn er nicht trifft. Das wäre vielleicht sinnvoller. Ich glaube, es wäre einfacher, ja. Auch für ihn. Der SV Olbernau, der Landesliga-Vertreter, hat da 3-0 gegen, ja, Kolditz verloren, also hat er schön gemacht. Absolut. Ja, dann gab es die Pokalauslosung, dritte Runde. Ja, und die DDR-Oberliga-Legende Joachim Fritsche, ja, wer kennt ihn nicht, fungierte am Montag als Losfee in der Egidius Braun Sportschule und ich habe ihn mal gefragt, wie er zufrieden ist mit dem, was er da gezogen hat. Na, ich hoffe doch, dass ich ein bisschen Glück gebracht habe, den Vereinen, zum Beispiel Chemie, die brauchen nicht so weit zu reisen, sie sind bei Blau-Weiß. Chemnitz müssen wir nach Markkleeberg, aber ich denke, dass einige gute Auslosungen dabei waren. Ja, wie schon erwähnt, Markkleeberg bekommt einen Kracher und zwar den Chemnitzer FC zu Hause. Ja, Chemnitzer FC, das wird bestimmt eine spannende Partie. Taucher muss nach Lößnitz. Und Eilenburg spielt in Oelsnitz. Ja, und Lok Leipzig bekommt, so wie du es am Anfang auch angesprochen hast, es mit dem Heinsberger SV zu tun. Also die müssen nach Heinsberg. Und da hören wir mal ganz kurz Alexander Vogt, der die Medien dort mitbetreut bei Lok Leipzig, was er dazu gesagt hat. Pokalauslosung gegen Heinsberger SV. Auf jeden Fall machbarer Gegner. Wir freuen uns. Im Oktober geht's los. Und Blau-Weiß Leipzig bekommt die kurzen Wege und den Kracher, den man haben kann in Leipzig, nämlich Chemie Leipzig. Chemie Leipzig. Und, hätten auch noch kriegen können, aber sie haben den zweiten Kracher, den ersten Kracher, je nachdem aus welcher Sicht man das Ganze sieht. Und was Chemie Leipzig oder die Mannschaft dazu sagt, speziell Kai Druschki, das hören wir jetzt im Seitenblick. Ja, und da freuen wir uns, dass er da ist. Hallo Kai, grüß dich. Danke für die Einladung. Danke. Kai, gleich mal zum Los Blau-Weiß. Wie findest du es? Ist ein gutes Los, ist ein Derby, Leipziger Derby, sind zufrieden, dass wir jetzt nicht so weit fahren müssen und die Aufgabe ist schwer, aber machbar. Mhm, ja, aber die haben 10-9 gegen Riesa gewonnen, haben sich da lange gewehrt im Elfmeterschießen. Wie bist du im Elfmeterschießen eigentlich? Ja, ich habe eine ganz gute Quote, also das passt eigentlich ganz gut. Na wunderbar, was zu trinken gibt es auch. Du hast ja in deiner Jugend schon, oder jetzt in deiner Jugend, wie alt bist du jetzt genau? 25. 25, hast ja schon einige Vereine kennengelernt, ausgebildet bist du ja bei Union. Dann bist du von Union nach Babelsberg gegangen, zwischendrin mal kurz Oschersleben, dann kamst du aber nach Leipzig, zu Inter Leipzig. Mhm. Dann hast du ja einen weiten Weg nach Italien eingeschlagen. Vorher noch Rot-Weiß Essen. Gut, vorher noch Rot-Weiß Essen. Da warst du ja auch verletzt. Behindert dich diese Verletzung noch? Nein, also ich habe keine Probleme mehr. Der Knöchel ist gut verheilt. Ja. Schrauben habe ich noch drin, 2 Stück, aber die behindern mich gar nicht. Ja. Aber wo Behinderung, hatte ich das unter Umständen vielleicht gehindert, noch etwas weiter in die Ligen zu kommen, also etwas höher? Was meinst du? Ja, das ist jetzt rein spekulativ, also keine Ahnung. Vielleicht hätte es nochmal in Liga 3 werden können, vielleicht auch nicht. Am Ende ist das jetzt so gekommen und trotzdem bin ich zufrieden, wo ich jetzt bin. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du bist ja zu Inter Leipzig wieder zurück nach Leipzig gegangen und dann nach Italien. Was hast du denn da in Italien gemacht? In Italien habe ich meinen Wunsch erfüllt, dass ich eine Auslandserfahrung möchte. Dann hatte sich das aus verschiedenen Umständen noch angeboten, dass ich nach Italien gehen konnte. Wo war das genau? Ich habe in Rom gespielt direkt. Mhm. Also für Trastevere Calcio, ist ein Verein in der 4. Liga. Ist halt gleich zu rechnen mit der 4. Liga in Deutschland. Okay. Und habe da halt Erfahrungen sammeln können und auch mal die Unterschiede kennenlernen dürfen. Gibt es da Unterschiede im Spielerischen? Auf jeden Fall. Also der deutsche Fußball ist eigentlich eher offensiver ausgerichtet und in Italien wird halt noch viel auf Verwalten gespielt und das Tempo ist deutlich geringer als in Deutschland. Da fühlt man sich als Spieler auch mal wohl. Du hast ja im ersten Spiel in der dritten Minute oder in der zweiten Minute klar getroffen. Wie ist denn das, wenn man da so als neuer Spieler hinkommt, erstes Spiel, dann haut der kleine Ding rein? Na, war eine Riesenerlösung. Also es war nicht einfach, weil wenn man schon nach Italien kommt als Deutscher oder auch egal als Ausländer, das ist halt nicht ganz so einfach, weil keiner Englisch spricht. Das heißt, ich musste mir halt selber Italienisch beibringen. Das habe ich dann gemacht. Hast du selber lernen müssen? Okay. Ja, und ist ja eine ganz andere Spielkultur. Also es ging härter auf die Knochen und in der Vorbereitung hatte ich zum Beispiel auch gar nicht getroffen gehabt. Und dann war das eine riesen Erlösung, dass ich dann in der zweiten Minute gleich treffen konnte. Mhm, klasse. Wie ist es der Umgang mit den Spielern im Verein? Ist es ähnlich wie bei uns hier in Deutschland? Oder man sagt ja mal, die Italiener werden so herzlicher. Ja, auf jeden Fall. Also die Vereine sind meist familiär geführt. Bei uns war das auch so. Und
Ja, also die Geldmittel sind schon deutlich weniger. Das merkt man auch dort an, dass dann halt mehr auf so Familienwerte und so dieses Beisammensein wird sich mehr besinnt. Und ja, also es gibt schon extreme Unterschiede strukturell. Okay, dann bist du aber wieder zurückgekommen und das war sehr überraschend. Im Sommer haben wir die Meldung gehört zu Chemie Leipzig. Warum ausgerechnet Chemie Leipzig? Warum Chemie Leipzig? Also selbst in meiner Zeit hier in Inter hat man natürlich schon mal immer ein offenes Ohr für Chemie gehabt und immer riesen Respekt vor. Und man war schon immer neidisch, wenn man da gesehen hat, dass die halt vor 3000 Zuschauern spielen. Und das ist eigentlich der Grund, warum jeder anfängt, Fußball zu spielen, vor Leuten zu spielen. Und als das dann anfing, dass man Kontakt hatte, war ich sofort davon überzeugt und war für mich auch keine andere Alternative, als zu Chemie Leipzig zu gehen. Ja, ist schon Wahnsinn, wenn man gegen die Wand spielt, ne? Gegen die Ultras und so weiter und so fort. Das ist schon eine tolle Stimmung. Wir waren ja da. Vor allen Dingen waren wir da beim Pokal, ja, beim DFB-Pokal. Und das ist ja so eine Sache, ich sag mal, besser kann es eigentlich gar nicht gehen, oder? Kai Truschki, kurz vor Schluss, haut einem Drittligamannschaft, Zweitligamannschaft, mit seinem schwachen Fuß ein rein. Wie fühlt man sich da? Was passiert da? Ja, was da passiert, eigentlich in dem Moment gar nichts, sondern ich habe mich eigentlich nur auf die Ballannahme konzentriert und habe dann gedacht, gut, dann bringe ich ihn mal aufs Tor, weil ich jetzt auch nicht so viele Torschüsse in dem Spiel hatte, was mir vorher bewusst war. Und ja, also, dass der so reingeht, ist ja wie aus dem Buch. Also, ja, das kann man eigentlich nicht beschreiben. Und dass dann auf einmal anfangen, alle zu jubeln und sich in den Armen zu liegen. Und man denkt sich so, okay, du hast jetzt das Führungstor geschossen. Das ist schon ein tolles Gefühl gewesen. Ja, also das ist eine klasse Geschichte. Und vor allen Dingen nicht nur diese Stimmung. Hat das was für dich in der Mannschaft bewirkt? Also, bist du da besser angenommen worden oder warst du vorher eh schon akzeptiert? Nein, wir sind eine komplett homogene Truppe. Wir wissen um die Stärken unserer Mitspieler, das ist ganz wichtig, das macht uns stark, dass halt jeder für den anderen da ist. Selbst die Auswechselspieler freuen sich für uns, wenn wir auf dem Platz halt Gas geben, und das ist halt die Riesenstärke von Chemie Leipzig, dass da alle füreinander einstehen und immer Gas geben. Ja, wir haben ja auch noch ein Interview gehabt kurz nach dem Spiel, und da hat ja auch der Benjamin Schmidt auch genau das Gleiche gesagt. Ist ein super Typ, kommt gut an. Jetzt spielt er natürlich gegen Paderborn. Mhm. Was meinst du? Auch nochmal eine Runde weiter? Gleiche Ausgangssituation wie vom Spiel gegen Regensburg. Wir haben halt eine Minimalchance. Wir brauchen einen überragenden Tag und unsere Fans, und die brauchen einen schlechten Tag, dann haben wir eine Chance. Kann ich mir vorstellen, und die vielleicht auch einen guten Tag mit dem Tor. Apropos Tor, das Tor ist ja zum Tor des Monats nominiert worden bei der ARD, und deswegen rufen wir natürlich alle Zuschauer auf, ruft für den Kai Truschki an, und damit er vielleicht hier die Kanone nach, das ist eine Medaille, glaube ich, ne? Irgendwie so eine Medaille, hier nach Leipzig bringen kann, und ich glaube, das wäre eine schöne Sache, oder? Ja, auf jeden Fall, die hätte einen Ehrenplatz auf jeden Fall zu Hause. Wenn es klappt, ist toll. Wenn es nicht klappt, den Moment, den Tag, den kann mir gar keiner mehr nehmen. Und von daher ist das auch okay, wenn dann es nicht klappen sollte. Apropos, was dir keiner mehr nehmen kann, ist, dass ihr in der Oberliga spielt, momentan an der Spitze steht. Was glaubst du, wie geht es in dieser Saison aus? Luckenwalde ist ein relativ starker Gegner. Inter ist auch nicht zu verachten. So zwei, drei andere Mannschaften, die immer nach oben gucken können. Was meinst du, wie es am Ende ausgeht der Saison? Na, wir streben den Wiederaufstieg an. Das ist ganz klar für uns. Ich denke, wir haben sowohl die individuelle Klasse, auch die Mannschaftsklasse, dass wir halt das auf jeden Fall durchziehen. Wichtig ist für uns, dass wir halt jedes Spiel einfach nur konzentriert runterspielen und niemanden unterschätzen und einfach nur auf den Punkt wieder abrufen können. Na, da sind wir mal gespannt. Wir werden das natürlich beobachten auf jeden Fall. Wir wünschen dir viel Erfolg, viel Spaß, okay. vor allen Dingen verletzungsfreien Danke. Spaß. Und ich denke mal, damit werden wir dann auch alle begeistert sein. Wir gucken. Wir gucken jetzt mal zum Ausblick. Ja, Truschki ist ein netter Typ, ne? Ein Top-Typ sogar. Ja. Was hast du eigentlich hinter der Bar gemacht? Ich habe mich weitergebildet im Whisky-Bereich. Ach, kann so. Man jedem empfehlen, hier im Pie-Maker gibt es nicht nur lecker Pie, es gibt ja auch eine riesen Auswahl an Whiskys, und ich kann aus jetzt eigener Erfahrung sagen, an alle gut.
Na, wunderbar. Also kommt mal her, es lohnt sich nicht nur Pie zu essen, sondern auch ein bisschen was Whisky zu trinken. Schauen wir mal auf die Partien am Wochenende. Nee, wir schauen auf die Partie am Mittwoch. Und da spielt nämlich Rot-Weiß Erfurt unter Flutlicht im Bruno-Blache-Stadion bei Chemie Leipzig, hätte ich fast gesagt, bei Lok Leipzig natürlich. Ja. Und der Anstoß ist 19 Uhr und wir haben mal gehört, wie der Trainer, wie Heiko Scholz, vor dieser wichtigen Partie intensiv geredet, wie es bei der Mannschaft gerade läuft. Gucken wir mal. Nach dem BFC-Spiel, habt ihr alle mitgekriegt, waren wir natürlich alle, Mannschaft, Verein, natürlich auch Trainerteam, restlos satt. Ja, viel geredet, also auch wir mit der Mannschaft, mit dem Mannschaftsteam, woran es liegt, ne? Weil ist ja klar, nach der Niederlage beim BFC kann man ja von einem Fehlstart sprechen, nach 6 Spielen. Und da sind wir uns auch alle einig, dass das nie unser Anspruch sein kann. Ich freue mich auch, dass jetzt Erfurt kommt. Weil das ist eine Spitzenmannschaft, abgestiegen und die wollen auch wieder hoch. Und ich glaube, das wird ein Spiel auf Augenhöhe trotzdem. Ich sehe aber das Paket jetzt Erfurt, Auerbach, wo wir bis jetzt auch in meiner Zeit noch nie was geholt haben. Ganz schwieriger Gegner in Auerbach. Und dann Halberstadt zu Hause. Diese 3 Spiele sehe ich im Paket, da können wir vieles gut machen. Aber ist auch ein Fakt, wenn wir es nie gut machen, dann sieht es natürlich auch richtig beschissen aus. Das ist doch klar. Ja, man muss ja die ganze Historie sehen von Lok. Das sind hier Fans, die immer an dem Club gehalten. Das sind keine Erfolgsfans, das sind keine, die irgendwo hinrennen. Das sind die, die immer hierher kommen. Und jetzt ist das erste Jahr nach der Neugründung. Sagt jetzt, wenn ich was Falsches sage, ist das erste Mal wieder eine Profimannschaft unterwegs. Ja, und ist doch klar, dass das natürlich, was andere schon 10 Jahre haben, ne? Ganzen anderen Gackelvereine. Aber das ist natürlich, und wenn wir dann von dritter Liga 2020 sprechen, und dann ist doch klar, dass so ein Traditionsverein natürlich auch, die Fans, das natürlich auch so schnell wie möglich haben wollen. Das ist was ganz Normales. Sag mal, Wiedergutmachung betreiben und dieses Spiel jetzt gegen Erfurt natürlich unbedingt gewinnen wollen. Sind wir mal gespannt, wie es ausgeht. Ja? Spannend wird, ich gehe auf jeden Fall hin, weil Flutlicht hat man auch nicht so oft. Ja, mit Sicherheit und vor allem auch nicht Rot-Weiß Erfurt zu Gast. Und alle anderen Spiele sehen wir eh schon auf der Grafik, also sucht euch eure Mannschaften raus. In der Oberliga, da blenden wir auch gleich die Grafik ein, da muss am Samstag Eilenburg um 14 Uhr in Ludwigsfelde ran. Absolut, und am Sonntag gibt es ein schweres Auswärtsspiel für Inter in Gera gegen Wismut Gera. Naja, die spielen jetzt im Pokal gegen Nordhausen. Mal gucken, was da wird. Aber das wird auf jeden Fall keine einfache Sache. Und gehen wir auch gleich in die Sachsenliga. Ja, da gibt es am Samstag um 15 Uhr das Derby bei den Kickers Magleberg gegen Markranstädt. Also Kickers haben demnächst ein tolles Programm. Jetzt haben sie Markranstädt und haben sie im Pokal, wie gesagt, Chemnitz zu Gast. Wahrscheinlich im Oktober irgendwann. Und haben vor allem auch ein schönes Stadion. Also da kann man auch mal hingehen. Das kann ich nur empfehlen. Definitiv. Dann Grimma muss nach Pirna, beziehungsweise spielt gegen Pirna. Taucher muss am Sonntag nach Mittweida, das kennst du, ja, zum Aufsteigerduell. Richtig. Ah, hier kennst du nur Weida, ne? Richtig, naja, Entschuldigung. Genau. Ist nicht schlimm, macht nichts, aber Weida war ja dabei. Ja. Dann gehen wir gleich in die Landesklasse, da muss Zwenkau in Grosstedt spielen. Ja, und Schwipsi muss mit seinen Kölnitzer Jungs zu seinem Heimatverein, und zwar, wer nicht weiß, wo die Heimat von Schwips ist, die ist in Döbeln. Ja, der ist er und da muss er auch jetzt hin. Die SGLVB empfängt zum Heimspiel Bad Lausitz. Ja, die sicher. Die sind sicher ein bisschen sauer, denn die haben ja ein 1:8 kassiert zuletzt. Ja, ja, also da wird es bestimmt auch einen heißen Tanz geben bei der SGLVB. Und 2 Leipziger Duelle am Sonntag. Lipsia gegen Roter Stern. Und Rotation gegen Blau-Weiß Leipzig. Also wirklich heiße Duelle. Ich bin wirklich jemand, der sagt, das interessiert mich alles gar nicht so. Aber da sind Sachen dabei, die würde ich mir eigentlich alle angucken wollen. Ja, leider ist das dann immer zur gleichen Zeit. Ja, wir berichten ja drüber, Gott sei Dank. Kann man sich hier dann... Vorne mir steht eine Kamera auf und du kannst dann später gucken. Ja. So, dann sind wir vielleicht bei der Gelegenheit mal der Hinweis, wenn ihr irgendwo seid bei einem dieser Partien und ihr habt das Handy dabei, was ja wahrscheinlich die meisten von euch haben, rausholen, mal kurz einen Schwenk machen, vielleicht ein Tor aufnehmen, uns schicken. Wir haben nämlich auch wieder die Aktion Tor der Woche. Ja. Das heißt, wenn das Tor ein geiles ist, könnt ihr auch was Geiles gewinnen hier. Richtig. Egal, was ihr habt und wenn es ihr selber beim Würstchenessen seid, schickt's uns. Wir gucken, was wir verwenden können und können es in der Sendung dann für euch wieder zeigen. Ja, alles, was ihr wollt, könnt ihr uns schicken und dann zeigen wir es definitiv. Da gibt's ein Pie und was zu trinken und noch viel, viel mehr. Ja. So, gehen wir mal zum Handball. Da ist am Samstag Konkoda Delic gefragt bei den SG Pirna Heidenau um 19:30 Uhr. Ja, haben wir eine schöne Grafik hier. Toll.
Die Piranhas müssen zum Saisonauftakt, das geht ja auch erst los bei denen jetzt wieder, ne? Ja. Nicht, dass ihr euch wundert, warum wir so viel Fußball haben und solche Sachen. Es geht ja bei allen erst wieder los jetzt. Richtig, die müssen nämlich nach Birkenau. Absolut. Der HC Leipzig spielt am Sonntag um 16 Uhr bei Adidas. Ja, gegen Herzogenaurach, richtig. Und die SG Leipzig 2, die Handballer. Der die Sendung letztes Mal nicht gesehen hat, weil ich nicht zu hören war und aus Frust schalten ja da noch viele ab. Ja. Die sind nämlich fusioniert mit der DHFK, wie war das, 2? Der SCDFK, zweite Mannschaft sind die fusioniert, aber die schalten nicht ab, die Leute, weil sie dich nicht hören, sondern die wollen dich nicht hören. So rum. Ja. Vielleicht sind sie extra dran geblieben. Möglicherweise. Und die spielen jetzt am Sonntag in der Sporthalle an der Oberschule Max-Planck-Straße 53 bis 55. Eine große Turnhalle. Ja. Um 15 Uhr geht's los gegen die GSV Eintracht Baunatal. Aus Kassel. Richtig, aus der Nähe von Kassel. Ja. Und um 16 Uhr muss der SCDFK Leipzig in Mannheim bei den Rhein-Neckar-Löwen bestehen. Ja, als Insider-Tipp haben wir noch einen Ausflugstipp für die Leute am Donnerstag. Am Donnerstag, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, dann fahrt zum Olympiastützpunkt Leipzig, denn die feiern ihr Sommerfest und da könnt ihr auch ein paar Stars sehen, Weltmeister, Olympiasieger und ziemlich gibt was bestimmt auch was Leckeres zu essen, genau. Und wer nicht weiß, wo das ist in der Nähe von hinterm Stadion. Genau. Hinterm Zentral, also AOL, wie heißt das Ding? RB Arena. Red Bull Arena, jetzt habe ich es. Dort in der Nähe, also einfach Google anmachen, dann findet ihr das schon. Genau, hinterm Kreisverkehr. Ja, wir essen jetzt noch ein Pie. Genau. Und in diesem Sinne, bleibt sportlich.